Sie haben ja das letzte Jahr schon im Singspiel den Herrn Seehofer sehr hart drangenommen. Wird es dieses Mal noch härter? Und wie viele Personen brauchen Sie, um seine Rolle darzustellen? Ist er mit zwei abgedeckt oder sind noch mehr? Sehr gut informiert, die Rengsburger Presse ist mir voraus. Nein, ich muss jetzt kurz überlegen, ob wir letztes Jahr hart mit Herrn Seehofer umgegangen sind. Jetzt ist mir gar nicht so vorgekommen. Er hat, glaube ich, dieses Jahr bestimmt so agiert, dass man heuer noch mehr ins Zentrum rücken dürfen, dass man sich wundern darf und fragen darf, wie kämen solche Aussagen vom Herrn Seehofer zustande. Und dass es insgesamt eine schwierige Lage ist, hat uns irgendwie so ein bisschen in die Innenwelten vom Politiker gebracht. Und wir haben ihn dann ins Zentrum gerückt. Und diese Kämpfe im Innern von Herrn Seehofer, die hat mich schon interessieren. Aber er ist stellvertretend für wahrscheinlich jeden Politiker. Das muss man auch sagen. Dass es keine leichte Aufgabe für die Politiker mehr ist. Und das aber dann doch immer wundersam ist, was rauskommt. Und wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, weil Sie sagen, wir haben ihn hart angenommen. Ich hatte letztes Jahr direkt beim Schlussapplaus ein interessantes Gespräch, weil da sind ja die Politiker auf der Bühne und saß der Horst Seehofer zufälligerweise neben mir. Und er war völlig entspannt und sehr glückselig. Und ich habe ihn dann gefragt, wie fühlt sich das an als bayerischer Ministerpräsident, wenn man gerade auf der Bühne dargestellt wurde, wo man gerade die Homo-Ehe propagiert hat und irgendwie Marihuana für alle und sowas und so eine Utopie als CSU-Chef erzählt. Und dann hat er mir ganz ernsthaft irgendwie glückselig erzählt, ja, das ist doch wunderbar, das ist doch eigentlich der Traum, den wir alle träumen. Entweder war es schon zu viel Salvator oder es war tatsächlich ernst gemeint. Und deswegen ist es nicht so leicht, Politiker überhaupt hart ranzunehmen. Also es ist, weil er sehr viel sozusagen flexibel interpretiert wird. Und es ist gar nicht so leicht, also das, was man oft mal sagen möchte, dass es tatsächlich auch so ankommt, dass es nicht abperlt. Also er hat sich nicht hart rangenommen gefühlt. Langen zwei Personen, das ist mehr. Ich muss überlegen, in zwei Personen mit zwei, die wiederum zwei, wir haben also zwei Seehofers im Hirn, zwei Arbeiter, die wiederum denken, die wiederum zwei in sich drin haben, jeweils pro Hirn. Und die wiederum, die da drin sind, haben wieder zwei. Also das ist Wahnsinn. Und dann gibt es, also das ist. Was er sagen will, ist, wenn wir fertig sind, hat Deutschland Vollbeschäftigung. Und Palana vergeben wir auch. Aber einer der beiden, der hofft da, da können Sie dann auch noch Fragen stellen, das ist der Paul Kaiser, das ist der Über-Ich-Hofer. Das ist derjenige, warum der Herr Seehofer so agiert, wie er agiert. Er ist schuld. Da hofft er mich jetzt. Nein, es wird agiert, die Frau Merkel hat natürlich auch eine zentrale Rolle im diesjährigen Singspiel und es ist aber auch da. Das ist immer die Frage, wie viel machen wir Corona, aber es ist schon in einer anderen Art und Weise, wie es bisher war. Also das ist das Spannende dieses Jahr, dass wirklich so die Konstellationen sich ein bisschen verändert haben. Dass die Gespräche anders geführt werden, die Emotionen einfach anders sind. Und das war, insgesamt war natürlich die ganze politische Lage, war eine große Herausforderung für uns alle, denke ich. Dass wir dem gerecht werden und ich bin schon einigermaßen stolz, dass wir so ein Stück zusammengebracht haben. Das bestimmt danach auch ein bisschen für Kontroversen, die man sagt. Und von uns, oder ich sag mal von mir, gibt es mittlerweile Sympathien für Frau Merkel, die vorher nicht da waren. Das hat sich einfach im Laufe der Entwicklung ganz erstaunlicherweise so geändert. Also wenn Frau Merkel bis Mittwoch durchhält, dann hat sie es geschafft. Okay. Gibt es ein eigenes Lied für Frau Merkel? Ja. Titel, Vorspiel? Nein, das ist tatsächlich, ich glaube, dass es ein sehr schöner Moment ist, weil das, also ich habe keins geschrieben, sondern es ist eine Coverversion. Das kennt jeder und das wäre aber jetzt blöd, wenn ich sage. Bob Dylan kennt schon nicht mehr jeder. Kannst du es mal leider, es ist traurig, wie es ja Bob Dylan fällt. Aber es ist ja ich auch.
Pegida, AfD, solche Geschichten, gibt es die da auch? Die gibt es als zentrales Thema, da schwingt all sowas mit. Aber keine zaunschießende Politikerin dabei. Wollen wir noch nicht ganz verraten. Es gab mal die, wenn ich das da wieder sage. Weil vielleicht war das also lass noch. Aha. Es ist immer noch, das ist das Tolle am Nockerberg, muss ich schon sagen. Also, es ist noch nicht fix. Wir haben jetzt nur eine Woche und da passiert einerseits was. Das muss noch eingeflochten werden und andererseits kommen, das ist auch sowas, was ich sonst von nicht so gewohnt bin, gut beim Drehen ist auch manchmal so, aber dass du die Bühne, dass man halt so spät eigentlich dann also das erste Mal auf der Bühne ist, also wenn wir morgen, da haben wir mal Begehung, am Samstag haben wir vielleicht das erste Mal wirklich, dann haben wir eine stabile Idee, wie das wirklich funktioniert und dann wird sich noch viel verändern. Und ist halt das auch noch eine offizielle Abnahme vor Palana und vom BR, da bin ich ja mittlerweile da hinten. Und danach, wenn die das abgenommen haben, müssen wir auch noch mal viel verändern. Ja, genau. Was die nicht wissen, die haben, dass wir das noch hinflecken. Genau. Wie jedes Jahr. Und du dann Prinzessin und so, okay, das habe ich noch in keiner Probe gesehen. Das stimmt gar nicht. Das heißt, du hast du bloß mit der Telefonierung. Mit der Schlaffe in der Probe, ja, genau. Dazu was sagen? Was da ist? Ist es ein Riesenhirn oder keine Ahnung, mit verschiedenen Kammern oder wie darf ich mir das vorstellen? Die Regensburger Presse. Richtig! Also, sie sind sehr nah dran, deswegen in so eine Richtung, wenn man das sagen. Also, das ist schon, es wird dann im Stück. Wir haben schon, der Thomas. Und wir haben das schon so, das Konzept so gemacht, dass wir das dann wirklich, dass die Zuschauer schon irgendwann kapieren, ach, das ist jetzt halt die Realwelt, das ist Gehirnwelt. Genau, und die Frau von der Leyen ist die Nicola Norgauer, die auch oft. Also nur, dass du zusammen bist, bin ich schon mal dann auf Frank. Da hinten ist eine Frage. In Feuern. Meinen Sie jetzt im Positiven oder im Negativen? Nein, die haben alle angerufen, haben uns gratuliert zu einem grandiosen Nockerberg. Und haben gesagt, wir sollen das an unsere Luise, an unsere Mama Bavaria und an das Singspielteam weitergeben. Und also ich treffe die ja regelmäßig und muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da nur ein wenig anschließen an das, was der Markus und der Gerd gerade gesagt haben. Im Grunde genommen wollen sie der Blackt werden und das ist auch wichtig und das gehört auch mit dazu. Es muss nur eben immer oberhalb der Gürtellinie sein. Alles andere, glaube ich, wissen auch die Politikerinnen und die Politiker selber, was sie so über das ganze Jahr machen, tun und anstellen. Und den Spiegel vorgehalten zu kriegen, das können die ab. Und von dem her haben wir ja auch in den letzten Jahren, Gott sei Dank, keine Skandale gehabt. Das haben wir schon mal anders gehabt, aber in den letzten Jahren hat es immer gepasst, auch wenn vielleicht der ein oder andere mal bei der einen Szene ein wenig beleidigt ist, aber im Grunde ist es schnell wieder verflogen und das ist das Wichtigste da. So, dieses Bayerische halt, jetzt trinken wir drauf, Prost, schwamm wir es runter und dann ist es wieder gut. Und so muss es sein. Und da kann ich nur rechts und links schauen, da ist wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl mittlerweile da, das so umzusetzen.